Also, Hexitzgruppe ist natürlich eine ganz besondere Sache und vor allen Dingen extrem gemütlich. Und wir stehen jetzt hier bei Detlefs und da wollen wir uns mal den Alba 6820 anschauen, denn der wäre noch die Größe, die uns eigentlich noch, die noch vertretbar wäre. Ja, nur ich sehe schon wieder ein Problem mit Ich Garage. Die, zu den Nachteilen von Detlefs Alba 6820 kommen wir am Schluss. Jetzt zum ersten Mal das zeigen, was schön ist. Ja. Ist der Alba 6820 und er kostet jetzt hier 164.000 Euro. Was da alles dabei ist an Ausstattungsmerkmalen, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber man sieht schon, die Höhe des Fahrzeugs ist 3,04 Meter. Das ist genau das, was uns schmecken würde. Die Länge 2,45 ist ein bisschen kurz. Und 4,5 Tonnen Zuladung, das würde Also auch. die Länge ist 7,45 Meter, nicht Ja, 2,45 Meter. 7,45 Meter, ja. Und die Breite 2,32 Meter. Ja, du sagst, das ist okay für dich. Ja, ein wenig kurz. Nein, nein, lang genug. 40 Zentimeter länger könnte er sein, aber das wäre noch okay. Und Hexitzgruppe, da schauen wir jetzt einfach mal rein, wie schön das ist. Und ob das schön ist. Josi, Ja. rein geht's. Also der Einstieg sieht schon mal gut aus mit einer breiten Stufe. Und da sieht man auch die Bodenplatten, also Doppelboden. Und ein kleiner Aufgang zur Hexitzgrube. Und das ist doch was Gemütliches, so eine Hexitzgrube. Ich finde es einfach toll. Geht natürlich auf Kosten des Langbetts. Ja? Das heißt, man hat ein Bett hier, aber man muss dann hier schlafen. Und da ist der Nachteil, dass das Fenster hier ist und man den Kopf hier in der Regel nach vorne legt. Das ist der Nachteil. Licht hat man hier, weil da ist ein Fenster. Und wenn man mal rausschauen will, kann man hier rausschauen. Und da unten ist das Fahrerhaus. Das Ganze ist getrennt in einen Wohn- und in einen Schlafbereich. Der Schlafbereich hier mit der Toilette, mit Fenster. Und dann hier mit separater Dusche. Ja. Was ist soweit alles okay? Was mir gefällt an der Hexitzgruppen, das ist natürlich, dass die Küche größer ist. Man hat da viel mehr Platz zum Ja. Kochen. Das ist ganz schön. Das gefällt mir wirklich gut, ja. Es ist einfach gemütlich und wenn man länger an einem Platz steht und nicht zu unruhig unterwegs ist, wie wir das meistens sind, ja, dann ist das eigentlich schon eine tolle Sache, weil man sich hier richtig wohlfühlen kann. Und zum Schlafen, wenn man schläft, ist es ja eigentlich kein Problem, sich dann da hinten reinzulegen. Soweit, so gut. Uzi, was sagst du zur Küche? Ja, eben, die sind schön groß, da hat man Platz, man kriegt vieles unter. Ja, mir gefällt das natürlich. Und das ist ein festes. Ja, das ist weg. Unpraktisch, weil da kommt man schlecht hin, weil das hinten nicht zum Rausziehen ist. Aber diese Schränke, die sind schön groß. Also, da kann man eigentlich nicht meckern. Nee, ja. Ja, große Spülbecken. Und noch ein großer Herd. Ja, übliche Drei-Flamme-Herd. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jeden Schrank aufmachen. Nein. Eben Kühlschrank beidseitig zu öffnen. Ja, halt das Übliche. Das übliche, ja, Gefriere und oben ist ein Backofen. Backofen ist das, ja. Und da haben wir das Bedienteil. Und jetzt zeige ich mal, wie bequem so eine Hexitzgruppe ist. Der Tisch schaut schon mal gut aus, also den kann man ordentlich vergrößern. Den kann man ausbreiten, ja, ja, so wie das ist das doch super. aussieht. Ja. Und da kann man sich dann hinflaggen und dann kann man hier Fernsehen schauen, wenn man das Ja, da haben steht der möchte. Fernseher. Also das Was, kann man hier, ja. ja, muss, ich lasse das Ja, jetzt, ja. ich muss ja alles abbauen. Okay. Ja, ist Ich setze natürlich ist schon bequem, das ist klar. Mich jetzt mal zu Ossi dazu. Ja, so eine Hexitzgruppe, das würde mir sehr gut schmecken. Das Ganze
hat halt nur den Nachteil, dass das alles ein bisschen auf Kosten der Garage geht. Ich hab's auch. Während die Ursi, ich erzähle euch ein bisschen was, während die Ursi erstmal die Schwachstellen von der Automatik der, oder von dem Öffnen der Schränke zeigt. Nee, das ist jetzt halt irgendwie wieder ein anderes System und ich hatte jetzt leichte Probleme, aber ich hab's geschafft. Okay. Also es hat hier natürlich extrem viele Oberschränke. Ja, siehst du, jetzt weiß ich sie stehen, jetzt geht das ganz locker. Ringsrum Oberschränke und hier hinter hat es noch zwei sehr tiefe Fächer. Also man kann vieles, was dann die Heckgarage nicht an Raum bietet, das kann man dann hier im Innenraum teilweise unterbringen. Nein, ich weiß nicht, Heckgarage haben ja die Fahrräder, die können wir da schlecht reinpacken. Ja, die Fahrräder bringt man sonst nicht, da kommen wir dann am Schluss drauf, die bringt man nicht unter. Detlefs haben wir uns bis jetzt immer ein bisschen gemieden, weil Detlefs ausschließlich auf Fiat baut. Und wir hatten ja einen Mercedes im Kopf, aber das ändert sich, weil ich nachgelesen habe, dass ab 2025 der Fiat Ducato ausgestattet wird mit allen Assistenzsystemen, wie sie Mercedes auch hat. Und wir fahren ja jetzt einen Fiat und sind damit eigentlich sehr zufrieden, Ursi, oder? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das ist ja diese sogenannte das Automatik, die Halbautomatik oder ja, irgendwie. Mit der sind wir nicht so zufrieden, aber du kommst ja wunderbar damit zurecht. Ja. Und das, was ich bisher gefahren bin, hatte ich auch noch keine Probleme. Und ja, von daher. Aber die Automatik ist ja so und so schon verbessert gegenüber unserem Modell. Aber die Assistenzsysteme, die Mercedes angeboten hat, die bietet jetzt auch Fiat an. Und insoweit hätten wir kein Problem, uns einen Fiat zu kaufen, der sogar noch andere Vorteile hat, nämlich dass es der Weg zur Frontscheibe nicht so weit ist. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Detlefs hat noch einen anderen Nachteil, die Bauweise vom Detlefs. Sie bauen nämlich innen mit Holz. Und dann kommt Schaum und dann kommt außen GFK. Und das halten wir nicht für die beste Lösung. Wir haben uns ja auch auf der CMD hatten das Thema schon mal groß angeschnitten, weil wir da in diesem Fahrzeug schon mal gewesen sind. Und wir haben uns auch mit einem Ingenieur unterhalten, der mit Fahrzeugbau zu tun hat. Und der hat gesagt, also GFK, Schaum, GFK oder Alu, Schaum, GFK, das ist eigentlich die beste Variante. Zweimal GFK ist nicht so toll, weil das GFK etwas vergilbt und Alu dann damit die Königslösung für außen wäre. Aber GFK ist allemal besser als dann innen mit Holz ausgestattet, weil das einfach doch die Feuchtigkeit anzieht. Die Firma Detlefs argumentiert, Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt's wieder ab. Die Argumentation ist zutreffend, aber dafür sind genügend Holzmöbel verarbeitet in einem Wohnmobil, so dass man hier keine Wandunterstützung bräuchte. Man hat aber den Nachteil, wenn mal Feuchtigkeit in die Wand kommt, dann hat man hier einen dauerhaften Schaden, was bei GFK eben nicht so einfach ist. So die Aussage eines Ingenieurs auf der CMD. Die Ursi war dabei, die kann es bestätigen. Ja, diese Aussage ist richtig, habe ich auch gehört. Seht ihr? Aber nichtsdestotrotz baut Detlef gute Wohnmobile und ich könnte vermutlich auch damit leben, wenn nicht das Garagenproblem wäre. Da kommen wir aber dann später noch dazu. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal sagen, wir sitzen hier ganz bequem. Herzlich. Und mir hat einfach so eine Hecksitzgruppe sehr, sehr gut gefallen. Ja. Es ist gemütlich, aber ja, okay, lassen wir es mal dahingestellt sein. Wir kommen dann noch zur Heckgarage. Ja. Eine Stufe, die da drinnen ist, die hat übrigens den Vorteil, dass die Heckgarage etwas großzügiger ist. Also die ohnehin also kleine Heckgarage. Höher. Ja. Und man braucht ja hier beim Sitzen nicht so viel Kopffreiheit. Ja. Das wäre ja dann verschenkter Raum, deswegen macht man die Stufe rein, damit man etwas mehr in der Heckgarage drin hat. Aber ich schon, also für meine Größe ist das überhaupt kein Problem und ich habe jetzt nicht bemerkt, als du aufgestanden bist. Für mich wäre es auch kein. Also man könnte im Prinzip sogar die Heckgarage noch etwas höher machen. Was ich hier nicht so schön finde, ist, dass da unten kein Schubladen ist. Ich weiß nicht, was da unten verbaut ist, aber unter dem Kühlschrank haben wir im Moment einen Schubladen und die Schublade ist eigentlich sehr praktisch. Aber ansonsten schaut die Küche sauber aus, also kann man gar nichts Negatives sagen. Und da haben wir die Kleiderschränke hier unterm Bett. Schauen wir, oh ja, die sind groß und da kommt man auch rein.
Da haben wir den anderen Kleiderschrank. Kann man Fächer aus, eventuell sogar mit einem Auszug aufstellen. Und hier hat man eine Treppe, dass man ins Bett hochkommt. Ja gut, irgendwo ist die Bequemlichkeit dann bei begrenztem Raum natürlich vorbei. Da muss man mit der Treppe und die Treppe rausziehen, um ins Bett zu kommen. Aber das ist halt so, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn man gemütliche Exitsgruppe haben will, dann schläft man halt hier ohne Fenster. Gibt es da auch irgendwie nur eine kleine Ablage oder so? Ich habe das jetzt hinter mir. Ja, natürlich. Schau her, hier. Man kann es ja auch herbauen, wenn man das will. Braucht man aber heute nicht mehr. Heutzutage hat man Tablet zum zweiten Fernseher. Oder? Ja. Also, was gibt es in der Dusche zum Aussetzen? Also aus dem ersten Blick nichts, weil gar nichts, da ist sogar ein Heizkörper schon. Ja, ist ein Heizkörper, ja, ob man den braucht, keine Ahnung. Dachfenster ist, das finde ich ganz wichtig. Kleiderstange ist da. Kleiderstange ist auch da. Ja, Ablage kann man sich vielleicht selber noch was reinmachen, weil das ist schon ein bisschen mager. Aber ansonsten kann man da jetzt eigentlich nichts meckern. Sieht auch groß aus, kein Radkasten, nichts im Weg. Also, und hier, was haben wir denn hier? Ja, das ist auch groß. Fenster kann man sich sparen. Ja, also, das finde ich jetzt wirklich, ja, genau, da wäre vielleicht ein Regal noch geschickter. Hallo, Kuckus. Okay, Spiegelschrank, in dem man gar nichts sieht. Okay, ja, es gibt halt immer so ein paar Sachen, die da nicht so sind. Kann man die Toilette drin? Ja, die ist zum Drehen. Genau. Und so kann man schlecht drauf sitzen, aber da ist auch ein Heizkörper drin. Ja, ist halt wieder ein bisschen anders. Aber okay. Wieder macht die Ursi ein Fahrzeug schlecht, ja, weil sie sich nicht richtig umgeschaut hat. Ich habe es nicht schlecht gemacht, ja. Ich habe nur. Du hast einen Spiegel, wo man nichts sieht. Ja, jetzt rede ich nicht raus. Dabei ist hinter ihren Rücken ein Spiegel gewesen. Da habe ich jetzt davon, wo man alles sieht. Ah, ja. So komfortabel sind wir nicht einmal spiegelmäßig ausgestattet. Nein, der Spiegel ist natürlich super. Also ja, das ist ganz klar. Also Aussage wird zurückgenommen. Da oben gar kein Spiegelschrank. Sie meint jetzt unter da oben, meint sie jetzt da oben. Ja, genau. Den braucht man eigentlich nicht, außer dass es nur Dorpehin gibt. Machst du nicht kaputt? Nein. Ich mache auch keine Dorpehin, dass die schon wieder putzen müssen, bevor überhaupt die Eröffnung ist. So, und jetzt kommen wir mal zum großen, großen Nachteil, der wahrscheinlich das Projekt nicht näher für uns in Betracht bringt. Das ist die Heckgarage, die zwar großzügig ist für eine Rundsitzgruppe, aber für unsere Bikes eigentlich kaum geeignet. Nee, die müsste man ja dann hinter auf den Ständer machen, auf den Radständer, und das wollen wir nicht. Ja, hier kriegen wir sie nicht rein. Nein. Von der Breite her ging es schon, aber die Höhe. Und da sage ich, wenn die Trittstufe etwas höher wäre, dann könnte man hier zwei Bikes reinstellen. Knapp. Mhm. Weil ich meine, ein bisschen Kopffreiheit braucht man ja schon auch. Mhm. Zum Sitzen, meine ich jetzt. Aber es ist ein wunderschönes Fahrzeug. Also Ich finde ihn klasse. Ja. Also wir finden den Detlefs Alba ein wirklich gelungenes Konzept. Die zwei Nachteile haben wir gesagt. Also für uns. Ja. Es geht immer von uns aus. Haben wir schon ausführlich mehrmals gesagt. Und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Noch kaufen wir keins. Nein, wir haben es nicht eilig.